Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Unity. Und da ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Wir machen in diesem Part die Umbettung Mirabeaus, aber wir haben noch ein kleines Problem gerade, was ich festgestellt habe. Wir müssen noch die Truhe eben leeren. Das habe ich durch den Parts vergessen. Passiert, auch ich vergesse Dinge. Ist kein Beinbruch. Gut geschlafen? Die Mission findet übrigens komplett im Pantheon statt. Das heißt, wir werden, glaube ich, kein Problem haben, die Sinkpunkte zu entdecken. Ranzukommen ist eine andere Sache. Ach, stimmt, das sollten wir vielleicht mal machen. Für die erste Mal, wenn wir reingehen, sollten wir vielleicht wirklich die Taille ausrüsten mit den ganzen Dietrichen, ne? Einfach nur für die erste Runde. Und dann müssen wir nochmal ganz kurz irgendwo hin. Hier kann man runterspringen, direkt zum Shop, ne? So, füllen wir nochmal alles auf. Und los geht's in die Mission. Mai 1794, das Pantheon. Der Mob jagt einen toten Mann. Bravo. Der gefallene Führer der Republik und der Assassinenbruderschaft wurde öffentlich entehrt. Mit dem König zu verhandeln war ein gefährliches Spiel, aber Mirabeau wollte eine friedliche Revolution. Er bezahlte mit dem Leben dafür und wurde nach Assassinentradition bestattet. Das ist übrigens ein Spoiler fürs Spiel, ne? Der Leichnam wurde im Heiligen Pantheon beigesetzt, bis Robespierre seine Absprache mit dem König bekannt gab. Nun wollen diese Fanatiker ihn exhumieren. Dass die Koop-Mission einen so spoilern können. Es ist jede Tür, jeden Sims und jeden Eingang. Niemand kommt hier rein. Wenn der Mob seine Reliquien bekommt, steht die Geheimhaltung der Bruderschaft auf dem Spiel. Seid vor ihm dort und bringt Mirabeaus Reliquien an einen sicheren Ort. Lebt bei uns Mirabeau nicht noch? Okay, ich meine, Robespierre lebt bei uns auch noch in unserer Story. Die geheime Gruft liegt in den Untergeschossen des Pantheons. Geht rein und seht euch um. Ja, ich habe das Gefühl, dass auch oben Animus-Fragmente sein werden, nicht nur unten, oder? So, ein Animus-Fragment habe ich schon mal aufgedeckt. Ah, da oben ist eins, seht ihr? Hier oben ist eins. Gut, dass ich hochgegangen bin. Hier soll es 5 Stück zum Einsammeln übrigens geben. Haben wir jetzt noch das eine, was wir eingesammelt haben, und die 4, die noch nicht. Genau, wunderbar. Das hier sieht auch relativ hoch aus. Das sieht aus, als wäre es drin. Das sieht aus, als wäre es drin, und ja gut. Dann gehen wir rein. Ich muss dich sprechen. Patriot, still! Aua. Ah ne, das ist hier. Okay. Ah ne, das ist nicht das Fragment. Das ist der Nomad-Punkt. Das hier ist noch relativ weit oben. Welcher Weg ist still? Auf welcher Seite steht ihr?
Ah, hier ist es. Okay, wunderbar. Da haben wir schon mal die zwei. Die Tür ist zu? Ne, die Tür ist offen. Niemand darf rein! Vorsichtig. Die Templer und ihre Handlanger sind sicher hier und suchen überall nach ihrer Ruhestelle. Der eine ist, glaube ich, hier unten am Boden irgendwo oder so. Also ist zumindest auf der gleichen Höhe wie ich gerade, ne? Größtenteils. Weil da vorne hängt der. Na, lass doch mal los. Hallo, ich habe Angriff gedrückt, aber er drückt halt nicht an. Er greift halt nicht an, das ist das Lustige. Er drückt angreifen, der macht einfach nichts. Er macht gar nichts, er steht da einfach nur und... Was soll ich tun? Angreifen? Nee, mach ich nicht. Viel zu stressig. Geht doch. So, der andere ist dann, glaube ich, auch noch hier drin, ne? Oder müssen wir nur weiter nach oben klettern, glaube ich. Dann müssen wir hier oben. Und dann ist das letzte quasi in der Gruft unten. Und Gruft ist ja auch nicht so schwer. Ist das wirklich so eine richtig kurze Mission, wo wir einfach nur reinlaufen müssen in die Gruft und dann fertig? Wenn die ganzen Sinkpunkte schon hier sind, alle in der Umgebung, dann wirkt das auf mich schon sehr so. Scheiße! Ich hätte lieber die Augen offen. Ja, da vorne ist es schon. Ich sehe es doch da vorne leuchten. Er haut ab! Beeilung! Ich hau nicht ab, ich stehe direkt bei dir. Keine Sorge. Nummer 4 von 5. Der eine ist jetzt weiter unten, ne? Der ist da unten hinter der Tür vermutlich versteckt. Nimm ich mal an. Ach Teufel. Ja, der ist da unten. Der ist ganz weit unten. Okay. Dann gehen wir mal nach ganz weit unten. Ist ja hier vorne direkt der Eingang. Schon sagen, wenn er mich jetzt trifft, der. Zeit, die Assassinengruft zu finden. Benutzt das Adlerauge, um sie zu öffnen. Wonach suchen wir denn überhaupt? Irgendwas, das du. Natürlich ein Dreierschloss. Gut, dass ich die Dietrich ja mitgenommen habe, ne? Wieso kann ich das nicht öffnen? Geht wohl nicht von dieser Seite aus. So, gut, dass ich die ganzen Dietriche dabei habe. Ich weiß, wenn ich das erste Mal, dass ich mich durch 30 Dietriche durchfresse. Was ruckelt auch wieder ein bisschen, glaube ich. Ah, geht doch. Und damit haben wir alle 5 Fragmente schon mal angesammelt. Was auf mich leider auch so ein bisschen so wirkt, das wäre jetzt vorbei, ne?
Dieses Symbol scheint zu einem der Steinringe zu passen. Wir müssen tatsächlich ein Rätsel lösen. Aha. Das Stier? Ich weiß es nicht. Ist doch richtig hier, oder nicht? Also ich muss das Innere dann auch danach ausrichten, da was oder wie, da wo. Jeder dieser Ringe muss sich drehen. Okay, das mit dem Rätsel finde ich schon ein bisschen interessant. Gibt es das Symbol überhaupt auf diesem Ring hier? Nee, ne? Hier muss der Pfeil, der durchgestrichene Pfeil sein. Die Leiche nicht mal aufheben. Oh mein Gott, man kann Leichen nicht mal aufheben in dem Spiel. Ich glaube, das ist der Fall, der da auch ist am Boden, oder? Das ist doch der. Ah. Oh. Scheiße. Keine Geräusche. Aber markiert wird es nicht als richtig. Jetzt markiert das richtig? Ja. Okay. Oder es leuchtet einfach. Ah, lass mich raten, man muss die andere. Okay, ich weiß, glaube ich, wie es geht. Ich hab's gerade verstanden. Drei Symbole, drei Ringe. Ich erkenne dein Muster. Die müssen nach vorne rein, da wo es so golden leuchtet. Da müssen die leuchtenden Dinge halt quasi hin. Okay, I see. War das schon mal richtig? Dann dreimal das hier. Dreht die Ringe mit den Podesten so, dass die Symbole auf die Gruft deuten. Ihr seht wo, wenn ihr euch die Ringe anseht. So, dann öffnen wir mal die Gruft, wa? Das ist eine coole Quest, eine coole Koop-Mission. Und das Ende der Mission, oder was? Müssen wir noch raus. Die machen es einem nicht einfach, was? Haut mit den Reliquien ab, bevor Verstärkung kommt. Was glaubst du, haben die hier unten? Die Kavallerie ist da. Sieht aus, als müsstet ihr euch an der Nationalgarde vorbeischleichen. Ja,
hoffe, nächstes Mal bringen Sie Mirabeaus Relikte an einen sichereren Ort. Also die Mission wird ein bisschen schnell sein jetzt, ne? 15 Minuten für den ersten Durchgang, alle Fragmente eingesammelt und so. Jetzt müssen wir es noch zweimal machen. Archidiot, wir müssen nochmal abbrechen, oder? Ja, wir haben nicht genug Rauchbomben. Vielleicht gibt es direkt einen Händler dort, das kann natürlich sein. Weil ich mal am Pantheon war, glaube ich, ein Händler, also. Na komm schon, gib mir einen Händler hier in der Nähe. Oh ja, gut. Ja, da unten ist einer. Dann gehen wir da hin. So. Aber es ist eine coole Mission, ne? Also mit dem Rätsel und so, mit der Rätselanlage und so, schon ziemlich nice gemacht. Die geheime Gruft liegt in den Untergeschossen des Pantheons. Geht rein und seht euch um. So, danke fürs Auffüllen. Ah, stimmt, was wir jetzt nicht mehr brauchen, ist die Dietriche. Das heißt, wir können eigentlich wieder das andere Ding anziehen. Was wiederum heißt, wir müssen schon wieder an den Typen hier mit ihm sprechen und... Aber die Sachen, die ich gerade gekauft habe, wurden jetzt weggeschmissen. Das wird auch ein bisschen komisch. Du kriegst dein Geld und nichts dafür, wenn du die Sachen wegschmeißt dann dadurch. Und alles, was wir jetzt machen müssen, ist folgendes. Okay, wir laufen hier rein. Die Templer und laufen hier durch. Dann laufen wir hier rein. Zeit, die Assassinengruft zu finden. Benutzt das Adlerauge, um sie zu öffnen. Es geht Alarm! Eindringling! Okay, die ganzen Leute drin sind jetzt auch hier runtergekommen, weil sie den Kampf gehört haben, vermutlich. Wieder eingefroren. Ich kann übrigens wenig nichts machen. Das ist wunderschön. Symbol 1. Zu einem der Steinringe zu passen. Symbol 2. Drei Symbole, drei Ringe. Das sind die gleichen Symbole wieder, ne? Auf die gleichen Symbole nochmal. Jeder dieser Ringe muss sich drehen. Also hier sieht man, warum man mit vier Spielern manchmal besser ist. Weil einer kann sich, also man kann sich halt quasi auch zu dritt aufteilen und die drehen. Die machen es einem nicht einfach, was? Haut mit den Reliquien ab, bevor Verstärkung kommt. Was glaubst du, haben die hier unten?
Die Kavallerie ist da. Sieht aus, als müsstet ihr euch an der Nationalgarde vorbeischleichen. So müsst ihr uns nicht los, du Hund! Sagt ihr, dass er müde wird? Halt! Ich frage mich, ob man auch hier rechts raus kann oder ob man links raus muss, aber ich glaube, hier rechts gab es keinen Weg, ne? Ah, doch, kann man, aber. Ich dachte, da geht es vielleicht in die Kanalisation, aber nee. Da muss ja auch wieder oben raus. Naja. Das ist schon okay. Hoffentlich reicht das. Okay. Ich hoffe, nächstes Mal bringen Sie Mirabus Relikte an einen sichereren Ort. Dann können wir schon mal die nächste Mission reinschauen, zumindest, ne? In diesem Part. Weil es wird nämlich sonst echt ein bisschen wenig, ne? Halbe Stunde ist es. Also wir sind durch mit der Mission. Ich hatte ein bisschen Angst vor diesen Missionen mit 5 Diamanten, aber das heißt nichts. Ich habe viel Schlimmes über den Frauenmarsch gehört. Nicht so, also über die Mission, über die Schwierigkeit, wenn man es so macht. Ich meine, das ist ja die einzige 4-Sterne-Mission, die wir hier gerade, 5-Diamanten-Mission, nicht Sterne-Mission, die wir hier gerade machen, die, die zu 2 Spielern. Max 2 Spieler ist. Also, die danach sind beide 4 Spieler. Bekommt der Mob seine Reliquien, steht die Geheimhaltung der Bruderschaft auf dem Spiel. Seid vor ihnen da und bringt die Relikte an einen sicheren Ort. Pourquoi toute cette fébrilité? La police va arriver à Rams! Bürger, anhalten! Holt Mirabeau da raus! Hab dich! Die geheime Gruft liegt in den Untergeschossen des Parkes. Okay, ja. Seid vorsichtig. Geht rein, die Tempel und ihre Handlanger sind sicher hier und suchen überall nach Mirabeaus geheimer Gruft. Was zum Teufel? Was hat Mirabeau denn? Zeit, die Assassinengruft zu finden. Benutzt das Adlerauge, um sie zu öffnen. Das bleibt nicht ungesehen! Nein! Er! Geht weiter hier! Das Symbol ist mal woanders. Dieses Symbol
scheint zu einem der Steinringe zu passen. Da gibt es aber hundertprozentig vorgefertigte Lösungen für die Rätsel, ne? Also 3, 4 Lösungen oder sowas, die es gibt. Komplette Lösung. Mit verschiedenen Positionen dann. Ah, hier ist wieder der Fall. 3 Symbole, 3 Ringe. Ich erkenne dein Muster. Sag an. Ich erkenne da kein Muster. Jeder dieser Ringe muss sich drehen. Damit er mich nicht mehr stört, habe ich ihn kurz geplündert. Ey, man konnte durch die Wand durchlaufen. Nicht einfach, was? Haut mit den Reliquien ab, bevor Verstärkung kommt. Was glaubst du, haben die hier unten? Da stimmt was nicht. Die Kavallerie ist da. Sieht aus, als müsstet ihr euch an der Nationalgarde vorbeischleichen. Verdammte Scheiße! Eine Kraft! Wie immer an seiner Glocke klingelt da. Klingeling, klingeling, klingeling. Ey, wir sind unerkannt hier rausgekommen gerade. Wir sind komplett unerkannt rausgekommen. Wie cool ist das denn? Okay, ich hoffe, nächstes Mal bringen Sie Mirabus Relikte an einen sichereren Ort. Ey, und in einer halben Stunde haben wir es 3-mal geschafft. Das heißt aber, ich muss jetzt mal ganz kurz auf die interaktive Karte gucken für die nächste Mission. Da würden wir die jetzt einfach machen, weil ich meine, warum nicht? Ich meine, wir können ja den ersten Durchlauf schon mal machen oder sowas. Keine Ahnung, wie wir das jetzt machen. Die Templer benutzen General Marcon, um einen Militärputsch gegen die Revolutionsregierung anzustacheln. Eliminiert General Marcon und seine Mitverschwörer. Das Turnier. Ich bin ja mal gespannt, ob die Mission da das, also der Name Programm ist bei der Mission. Tournament ist alles im gleichen Bezirk wieder. Das heißt also, es ist vermutlich wieder ein kleiner Bezirk, ein kleiner Ort. Ja, ist aber schon ein bisschen verteilter auf der Karte. Schauen wir mal. Ich hätte Rauchbomben kaufen sollen. Naja. Le Invalide. 1793. Das französische Heer sucht eine Schar guter Männer. Ist das ein Schwert in deiner Hand, Junge, oder ein Spaten?
Vielleicht wärst du lieber Viehzüchter geworden. General Marcourt. Im Namen der Freiheit schlachtete er Menschen in ganz Frankreich ab. Die Templer liebten ihn. Die Revolution kam für Marcourt und seine Templerverschwörer nicht schnell genug voran. Auf de Molay. Also planten sie einen Militärputsch. Was Marcourt nicht wusste, war, dass einer seiner Templer-Mitverschwörer gar kein Templer war. Alexandre Dumas, militärischer Held der Neuen Republik und ein Freund der Bruderschaft. Dumas war Hardcore. Ein Kriegsfeld, der allein gegen ganze Bataillone kämpfte. Napoleon verglich ihn mit einem römischen Helden. In dem Turnier will Marcourt die Besten und Begabtesten für seinen Putsch rekrutieren. Als Antwort darauf lud Dumas seine Assassinen dazu ein. Die Gewinner des Turniers dürfen Marcourt persönlich kennenlernen. Gewinnt das Turnier und tötet die Templerverschwörer. Also man spielt wirklich ein Turnier, okay? Ihr habt das Zeug dazu, Bürger, ja? Tritt vor und zeigt, was ihr könnt! Solange wir kein Zeitlimit haben, würde ich jetzt aber zuerst immer mal alle Sinkpunkte suchen. Thomas Alexandre Dumas. Nicht zu verwechseln mit seinem Sohn, dem berühmten französischen Autor. Dieser Alexandre Dumas, der auch den Namen Thomas Alexandre Dumas führte, wurde als Sohn eines niederen französischen Adligen, Alexandre Antoine David, Marquis de la Spaliterie und einer schwarzen Sklavin, Marie Cécette Dumas, in Saint-Dominique geboren. 1776 kehrte der Marquis mit seinem Sohn nach Paris zurück, wobei er den jungen Thomas Alexandre kurz in die Sklaverei verkaufte, möglicherweise um ihn legal nach Frankreich bringen zu können. Genau deshalb liest man doch meine Kommentare. Ich ergänze die ganzen abstoßenden historischen Details, weil sie mir im Herzen liegen. Hi, Lias. Dumas war deutlich über 1,80 Meter und kannte keine Furcht. Er trat im Rang eines Gefreiten einem der ersten Bataillone der Revolution bei, wobei er den Namen seiner Mutter benutzte, wahrscheinlich um seine Familie zuliebe die Schande seines niedrigen Rangs zu verschleiern. Männer adliger Herkunft konnten auch direkt Offiziersränge übernehmen, aber für Menschen von gemischter Abstammung war dies sehr schwierig, woran das wohl gelegen hat. Dumas machte eine glanzvolle Karriere beim Militär und erreichte schließlich den Rang eines Generals. Er diente als Stellvertreter von Chevalier Saint-George in der Schwarzen Legion, die diesen Namen erhielt, weil er auch Freie Schwarze angehörten. Später führte er die Armee der Alpen als Befehlshaber. Leider lag Dumas später in seiner Karriere im Clinch mit Napoleon Bonaparte. Als er 1793 gefangen genommen und inhaftiert wurde, tat Bonaparte nichts, um für seine Freilassung zu sorgen, sodass Dumas krank und verarmt nach Frankreich zurückkehrte. Ihm wurde eine Armeepension verweigert und er starb 1806 im Alter von 44 Jahren. Ohne offizielle Genehmigung könnt ihr nicht am Turnier teilnehmen. Ihr findet die Papiere in der Nähe, aber sie sind nicht leicht zu bekommen. Aber hier fängt es schon an. Hier irgendwo soll direkt schon ein Sinkpunkt sein, ein Dings hier. Animus Fragment Sinkpunkt. Weiß noch nicht genau wo. Ich guck da mal ganz kurz nochmal auf meine Map, auf meine kluge Map. Da wird die ja laufen. Ah. Okay, wir sind relativ nah dran. Wir können schon mal das eine stehlen. Mal da oben drauf oder so? Ich habe keine Ahnung. Es soll eigentlich hier relativ in der Nähe sein. Wir sind eigentlich schon dran vorbei sogar. Ich bin gerade unsicher. Ah ne, da oben. Soll quasi hier oben sein. Ah, da unten. Ah ja, an dir komme ich nicht vorbei, ja, ja. Bla bla bla. Nicht weg. Brauche ich noch.
Ah ja. Ich laufe erstmal weg. Ich habe keinen Bock jetzt auf Kampf und sowas. Ich gucke mal, wo der zweite Sinkpunkt ist. Okay. Können wir gleich hingehen. So. Ich kann mich verstecken, natürlich geht das. Das ist gar kein Problem. Dann warten wir hier einfach einen Moment, dann trinke ich mal eben was. Ich meine, das Spiel möchte, glaube ich, sehr, 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 dass wir Folgendes machen. Das Spiel möchte einfach, dass wir es tun. Dass wir das hier lernen. Also Missionen zeigen einem das halt einfach. Das Spiel möchte, dass man das macht. Ich glaube, man muss das als Fähigkeit auswählen, ne? Als aktive Fähigkeit. Wie wählt man das denn als aktive Fähigkeit aus? Ah, hier. Geht es dir gut, Bürger? Ich glaube, das ist es, was das Spiel von uns möchte an der Stelle, weil der Typ bleibt da drin. Der eine ist immer rumgelaufen, der hier läuft nicht rum. Das blieb aber sehr kurz. Man darf, glaube ich, nicht laufen. Kann das sein? Ich hätte mal das Tutorial mal durchlesen sollen. Ich hätte mir mal das Tutorial zu dieser Fähigkeit durchlesen sollen. Ey, come on. Du schon wieder warten. Er muss doch hier irgendwo sein. Wo steckst du, Fremder? Da war er noch da. Zum Teufel. Ja. Rangoffizier erreicht. Passt, als wäre es geplant gewesen. Jetzt haben wir endlich Ruhe. Dupuis, was macht der Rücken? Was für Regeln? Ich kenne keine Regeln. Aua, aua, aua. Nein, das spiele ich erst, nachdem ich das Spiel durch habe. Also ich erinnere mich noch nicht daran, als ich das damals gespielt habe. Aber es kann sein, dass ich mich einfach noch nicht daran erinnere. Aber werden wir auch noch spielen, also... Aber die Story spielt nach dem Hauptspiel, deswegen... Ich meine, ja gut, manche der Koop-Missionen haben auch nach dem gespielt, wo wir gerade sind. Ich meine, bei uns in der Hauptstory lebt
da leben noch Charaktere, die jetzt tot sind in den Koop-Missionen. Was ein bisschen komisch gemacht ist. Aber gut. So ist es halt leider. La 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 la. Da 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 da. Da 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 da. Hier können wir nicht drüber springen, ne? Aber wir können durch die Mitte laufen. Müssen wir es hier irgendwo klauen, oder? Das ist der letzte Brief. Schreitet nun zur ersten Aufgabe. Zeit für eine kleine Parcours-Demonstration. Ich will sehen, wie geschickt ihr wirklich seid. Ich brauche ein wenig Unterhaltung. So. Noch kein Parcours und nix. Ich werde jetzt erstmal den nächsten Animus-Fragment suchen. Was genau hier ist. Schauen wir uns mal ganz kurz an, wo das dritte war. Ich glaube, die anderen waren alle jetzt im Gebäude oben. Naja. Naja. Ja, da müssen wir sowieso erst später hin, glaube ich. So, dann gehen wir nochmal Parcours-Anlage machen. Was halt krass ist, ich weiß halt nicht, ob das krass ist, die ganzen Missionen solo zu machen. Keine Ahnung. Aber ich mach die ganze Koop-Mission gerade solo. Selbst die Stadtwache will heute antreten. Erfüllt Paris mit Stolz, Bürger. Denkt daran, ihr müsst schnell die Flaggen einsammeln. Dann dürft ihr zur nächsten Aufgabe. Beginnt! Die Flaggen? Welche Flaggen? Aha. Was sind diese Flaggen? Achso, ich muss die alle einsammeln, oder was? Ja, Moment. Sind die da auch? Ne, das sind zusammengelegte Flaggen. Sind wohl nicht. Ich mach alles falsch. Krass. Aber sind die Sinkpunkte sind jetzt noch da, ne? Aber 34 Flaggen kriegt ihr mal Zeit dazu bei jeder Flagge. Heute antreten. Erfüllt. Die Punkte sind noch markiert, ne? Ja, genau, die habe ich gesammelt. Schreitet nun zur ersten Aufgabe. Denkt daran, ihr müsst schnell die Flaggen. Zeit für eine kleine Parcours-Demonstration. Ich will sehen, wie geschickt ihr wirklich seid. Ich meine, mit 4 Spielern geht das natürlich easy. Auf jeden Fall Zeit dazu. Thank you.
Alter, das sind alle Flaggen, die man sammeln muss, ne? Die schalten sich schon nach und nach frei. Das ist echt schwierig. Alleine. Nicht hoch. Ich kann da nicht rüber. Ezio wäre einfach rübergesprungen. Aber das kann Anu nicht. Anu kann das nicht. Seitwärts abspringen. Das ist etwas, was Anu nicht kann. Du musst schnell die Flaggen einsammeln. Danke für eine kleine Parcours-Demonstration. Ich will sehen, wie geschickt ihr wirklich seid. Und diese Mission ist echt krank. Alleine ist diese Mission echt krank. Da noch eine. Das Problem, was ich jetzt mache, ist halt mega ungut, weil der so langsam klettert. Er klettert auch gar nicht, übrigens. Manchmal ist es weird. Nein, das habe ich nicht gedrückt. Spiel, das habe ich nicht gedrückt. Er hängt hier fest, er kann nichts mehr machen. Ich komme nicht weg, ich komme nicht weg. Oh Mann, ey. Ich drücke A mit allem rein und sowas. Er macht einfach gar nichts. Er sitzt da einfach nur. Oh, 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 oh. Guckt sich den Himmel an. Erfüllt das ist der letzte Brief. Schaltet nun zur ersten Aufgabe. Ihr müsst schnell die Flaggen einsammeln. Danke für eine kleine Parcours-Demonstration. Ich will sehen, wie geschickt ihr wirklich seid. Ja, ja. Bla, bla, bla. Hat nichts mit geschickt zu tun. Ach, oben und da war nicht durch, okay. Nein, lass doch mal los jetzt. Spring da nicht immer wie eine Kletteraffe dran. Echt mal. Was soll das? Ich möchte nur loslassen. Das Parcours in diesem Spiel ist grauenvoll. Man drückt etwas und er tut's einfach nicht. Er springt einfach hin und her. Ich habe keine Ahnung, wo ich... Ich halte den Stick in die richtige Richtung gedrückt, aber er springt einfach dann nach da unten. Mit Sprung nach oben übrigens. Ich habe Kletter nach oben gedrückt gehalten, aber das ist dem egal. Das ist dem halt einfach egal. Der springt hier, wo er will. Wir haben jetzt ein cooles neues Parcoursystem, hat Ubisoft gesagt. Du kannst dich jetzt entscheiden, Parcours nach oben oder nach unten. Man entscheidet sich dann für Parcours nach oben und da macht er das! Da macht er das! Ich habe mich entschieden mit meinem Knopfdruck hier. Parcours nach oben. Und er hat sich entschieden nach Parcours nach unten. Und genau das ist das Problem am Parcoursystem von Unity. Und genau deswegen ist es grottenschlecht.
Erfüllt das Paris ist der letzte Brief. Es macht noch weniger das, was man will, als es im früheren Kinderfall war. Ich will sehen, wie geschickt ihr bla 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 bla. Ich bin eine Salty Kartoffel jetzt. Aber womit? Mit Recht. Mit Recht bin ich eine Salty Kartoffel. Das, was man will. Was klettert der an die Seite? Da will ich nicht hin. Nein! Ich hab Parkour nach oben gedrückt! Parkour nach oben! Warum? Er macht es nicht. Er springt Millimeter dran vorbei! Was ist das? Was ist das, Leute? Ich kann nicht mehr. Ich kann diese Mission nicht abschließen. Weil das Parcours nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Es ist kaputt. Es ist de facto einfach kaputt. Boah, ich bin so salty gerade. Ich habe so keinen Bock mehr gerade. Das ist der letzte Brief. Schreitet nun zur ersten Aufgabe. Das Schlimme ist halt, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich bin da selber schuld. Ich kann ja mit 4 Spielern spielen. Ein Spiel, was keiner mehr spielt. Boah, es tut mir auch leid, dass ich gerade so angepisst bin, aber echt. Ihr seht das ja selber. Ihr seht es ja selber, wie knapp ich an diesen Dingern da vorbeispringe auf einmal. Und er sagt einfach, nö, da kann ich nicht hinspringen. Warum nicht? Kein anderer Assassine vor dir hat jemals so Probleme gehabt, da einfach hinzuklettern. Was tut der wieder, Mann? Ich verstehe es nicht, was der da tut. Er klettert einfach wieder dahin, wo er möchte. Es ist halt wirklich eines der schlechtesten Parcoursysteme in Videospielen generell. Ich weiß nicht, was Ubisoft sich dabei gedacht hat. Nicht viel offensichtlich zumindest. Dann so eine Mission daraus zu machen, ey. Das habe ich nicht gedrückt übrigens. Nein, ich kann da nicht hoch. Ich kann da nicht an das Ding dran. Es ist lächerlich.
antreten. Ja, halt dein Maul. Das ist der letzte Brief. Maul. Unsere erste Aufgabe. Ihr müsst schnell die Flaggen einsammeln. Zeit für eine kleine Parcours-Demonstration. Ich will sehen, wie geschickt ihr wirklich seid. Deine Mama, ey. Die haben die Parcours-Regeln geändert. Oh mein Gott. Die haben den Parcours-Kurs geändert. Was ist da gerade passiert? Warum ist der einfach runtergejumpt? Der ist einfach runtergefallen. Was war denn sowas, ey? Wir schaffen es schon nicht mehr. Es ist schon wieder keine Zeit mehr. Wieder nach da unten, statt auf das Ding da. Ich lade jetzt zwischen den Parts gleich so ein Button-Anzeigeprogramm runter, damit ihr seht, dass ich das wirklich drücke, ne? Weil ich habe schon das Gefühl, dass mir irgendwelche Leute schreiben werden, du bist einfach nur schlecht, du drückst einfach nicht die richtigen Tasten. Da würde ich gerne wissen, welche Tasten man drücken muss, damit er das tut, was man will. Was macht der? Ich hab Parcours nach unten gedrückt. Ich verliere meinen Verstand. Da habe ich kurz mal nicht hingeguckt. Ja, das war's schon. Wir können schon wieder aufhören, weil es wird nicht mehr von der Zeit reichen jetzt. Könntest du jetzt bitte? Nein, natürlich kannst du es nicht. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen. Weil es bringt nichts. Wir müssen jetzt irgendwie anders da hochkommen. Wir müssen jetzt den langen Weg hier hochklettern oder so. Wir können nämlich nicht hier dran. Ach, jetzt geht's! Jetzt geht's plötzlich, okay? Aber da geht's nicht. Jetzt hängen wir wieder. Guck! Guckt euch das bitte an! Ich drücke Parcours nach oben! Jetzt auf einmal macht das, okay? Das ist jetzt einfach nur noch lächerlich. Scheinbar muss man immer Button-Armmächen machen, damit er hochklettert. Keine Ahnung. Das wird aber wieder nichts. Für mindestens zwei Spieler, das geht nicht ohne einen, das geht nicht allein. Wegen diesem ewig langen Weg nach hinten geht das nicht alleine.
Denk daran, Zeit für eine kleine Parcours-Demonstration. Ich will sehen, wie geschickt ihr wirklich seid. Beginnt. Ja, Moment, wir machen es mal so. Weil es sind für 4 Spieler hier unten direkt der Weg offen, ne? Es sind 4 Spielerwege offen. Geh direkt mal den Weg hier lang jetzt. Den langen Weg erstmal. Und ihr seht schon, die Zeit läuft jetzt ab. Das ist das Problem. Nein! Das habe ich nicht gedrückt. Ich habe losgelassen. Jetzt geh doch runter, Mann. Ich hab oben drüber springen gedrückt. Es wird zeitlich wenig reichen, ne? Bis ich schon komme. Das Problem wird die Flagge da oben jetzt sein, die wir nicht bekommen haben. Konkurrenz beim Klettern abgehängt habt. Aber Markur sucht nach Kriegern. Geben wir ihm, was er will. Diese Mission dreimal zu machen. Alter Schwede. Ich möchte nicht mehr leben, ey. Alter Schwede. Was ist das für eine Mission gewesen? Alter. Das wird jetzt nicht einfacher, oder? Das wird jetzt noch schwerer, vermutlich. So wie ich das Spiel einschätze, wird das jetzt nochmal deutlich schwerer als gerade eben. Alter Schwede. Ich muss mal ganz kurz wieder OBS in den Vordergrund holen. Alter Schwede. Da ist es.
dachte mir so, mach doch doch die eine Mission hier eben. Und jetzt sind wir schon mal über eine Stunde in dem Part. Und kein Ende in Sicht. Aber ich mache jetzt trotzdem weiter. Ich meine, Duell ist jetzt nicht so schwer, glaube ich. Mit Rauchbomben kriege ich das alles schon hin. Außer die verbieten jetzt Rauchbomben. Dann bin ich am Arsch. Wenn die jetzt sagen, Duell aber ohne Rauchbomben, dann bin ich raus. Die Rauchbomben haben mir so gut geholfen, jetzt die Vierer-Mission und sowas alleine machen zu können. Wenn sie mir die jetzt wegnehmen, das wäre nicht so schön. Ah, denk dran, wir müssen das jetzt gleich dreimal, müssen wir das insgesamt schaffen, die Mission, ne? Dreimal. Ich meine, ich finde die Idee cool, aber ich, ja, mit vier Assassinen funktioniert das halt besser, ne? Logischerweise. Wenn jeder seinen eigenen Pfad läuft, funktioniert das viel, viel besser. Weil es gibt direkt am Anfang vier Pfade, ne? Wie blind oder so? War doch hier, aber wo ist es? Ich wollte nicht synchronisieren, ich wollte runterklettern. Wie kommen wir da hoch? Also wie kommen wir da rein? Wie kommen wir zu diesem Sinkpunkt? Hier rein? Ah, da oben ist er. Gemälde können wir nicht hochklettern, ne? Wo die sollen hier hochklettern? Wenn nicht, dann hier vielleicht. Und ich weiß, ich wäre sehr, sehr salty, ich weiß das, aber ich meine, ihr habt ja selber gesehen, was ich gerade eben gespielt habe und es hat sich nicht gut angefühlt. Das kann ich euch sagen, es war nicht schön. Ich freue mich nicht darauf, das noch zweimal machen zu müssen. Wenigstens weiß ich jetzt, wenn man auf diesen Pillern steht, übrigens als Tipp kann ich das schon mal nennen, ne? Man muss die Springtaste wirklich drücken. Man muss die drücken. Deswegen habe ich dann gehämmert, die Taste. Damit er dann einen Absprung macht. Von dem Ding. Dann springt er tatsächlich hoch. Sonst springt er nach unten. Was keinen Sinn ergibt bei Parcours nach oben. Aber egal. Egal. So ist es halt jetzt. Ich meine, hier ist direkt ein Händler vor dem Ding. Das muss ja einen Grund haben, damit man sich nochmal voll machen kann hier. Künste testen. Solltet ihr einander nicht töten, hebt eure Klinge und Kugel für den Feind auf. Okay, ihr müsst wohl die Flagge eures Teams hissen, während die anderen Teams versuchen, das zu verhindern. Viel Glück. Aber es ist mein Team. Sind alle bereit? Er sieht ja, was ich da sehe. Ja. Nicht
Ich dachte, man sollte die nicht töten. Wirft er mal zwei Bomben, das verstehe ich nicht. Hat er eine Rauchbombe dabei? Erster Plünder, wir brauchen Rauchbomben. Da waren welche dabei. Ja, das passt so. Ja, schade. Ich sehe dich. Ich gebe nicht auf, bis du tot bist. Jetzt aber. Alle Flaggen sind unten! Paris gewinnt das Duell! Gehen wir jetzt zu Makro. Sprecht mit Dumas da drüben. Er bringt euch an den Wachen vorbei. Was war das auf einmal für? Zu Feuerwerk. Oh, Feuerwerk! Herzlichen Glückwunsch, Bürger! Tapfer gekämpft! Folgt mir nach, Krieger, und ihr erhaltet den Preis, den ihr gewannt. Euer Kampf erinnert mich an meine Zeit in der Freien Legion. Gut, ihr hört uns die Wache nicht. Es scheint, ihr wart die rechte Wahl für unser Vorhaben.
Marcour ist mit einigen seiner Kumpanen da drin und er schöpft keinerlei Verdacht. Dieser Verräter muss verschwinden für das Wohlergehen der Revolution. Muss er mehr als nur eine Person töten? Besser, wenn er verschwindet. Also die Mission dreimal machen, das wird ein großer Spaß. Ohne Marcour ist die Revolution sicherer. Gute Arbeit. So, meine lieben Freunde, dann verabschiede ich mich von dem viel zu langen Part übrigens. 1:18. Alter Schwede, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Bad verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.